there anything interesting on the net that you guys really want to share with us? There's Jenga.com, which is like a radio online, and you can pick and choose what you like. So I can build my own radio station. Yeah, and then you can like, there's little smiley faces, and there's like a frown face, and then there's a really happy face, so you can like rate how you like it. And you, anything else? Well, there's this page where you can draw. It's called Harmony, and there are different design patterns. You use the mouse to draw something, and it kind of connects the lines, so it looks very sweet. And what do you do with those drawings? Well, they're just flying around on my computer, but... And every now and then, when you're bored, you just look at them. Yeah. Admire what you did. Basically, yeah. Was hast du denn Spannendes im Internet für mich? Ich habe für dich das kleinste Medienhaus der Welt mit dem größten Anspruch der ganzen Welt. Oh, das ist hochgepokert. Jetzt kommst du. Aber ich glaube, das löst sich alles ein, wenn man einmal auf Rebell TV klickt. Wir finden dort alles, was man im Internet überhaupt finden kann. Einen Blog, einen Printbereich, wir finden einen Radiobereich, wir finden einen TV-Bereich und sogar, das finde ich richtig schön, ein Multimedia-Magazin. Da du ja relativ tief in diese Materie bereits eingetaucht zu sein scheinst, gibt es irgendwas auf dieser Seite, was mit dir zu tun hat, was ich mir angucken kann? Oder wir uns? Ich fürchte, wenn ihr dort meinen Namen eingebt, dann werdet ihr mehr als einen Eintrag finden. Gebt mal einen Patrick Hahn und dann werdet ihr bestimmt einige lustige Einträge von unseren Reisen, entweder mit Bart von Brock oder anderen Leuten finden. Ach, guck. Magst du noch einen Link von mir? Immer. Also dann mache ich jetzt ganz unverschämte, gnadenlose Eigenwerbung. Immer gerne. Zusammen mit zwei Freunden schreibe ich den Bad Blog of Music. Mein Freund Moritz Eggert, der ist Komponist, der hat sich gedacht, wir brauchen endlich mal ein Forum, wo sich die junge Komponistengeneration klassische Musik, die heute geschrieben wird, mal artikulieren kann. Und wir brauchen ein Forum, wo wir unsere ästhetischen Fragen diskutieren können. So, was studierst du? Konferenz? Ich studiere Konferenzdolmetsch. Konferenzdolmetsch. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt zwei verschiedene Arten von Dolmetschen, Konferenzdolmetschen. Das ist einmal Simultandolmetschen, da sitzt man klassisch in der Kabine. Das ist die Königsdisziplin, kann ich mir vorstellen. Nein, nein. Gerade nicht. Oh. Die Königsdisziplin ist nämlich das Konsekutivdolmetschen. Das heißt, man hört eine Rede, macht dabei Notizen und gibt die danach wieder. Wir simulieren natürlich immer Konferenzen, weil ganz echt geht es natürlich nicht im Studium. Und zwar ging es dabei um Bärengalle. Die Galle ist ja eigentlich das Organ und die Flüssigkeit darin wird eigentlich gewonnen. Vor allem wird dieses Zeug in traditioneller chinesischer Medizin verwendet. Das ist ja lecker. Freunde, wenn ihr heute noch nicht gegessen habt, guten Appetit. So you found something interesting on the net about Norway, you said. Yeah, I found a website called Tilltops. Yeah. And it presents Jotunheim, which is a hiking area in Norway with lots of mountains. They describe the trails you can take or the places or mountains you should visit really good. It's an area that where no one lives. It's forbidden to use motorized vehicles. Oh, okay. So it's really wild nature. So, du hast mir gerade mal deine Seite, sag ich schon hier, deine Karte in die Hand gedrückt. Ja. myspace.com/andiefront. Und jetzt kommst du. Ja, das ist meine kleine Homepage, wo ich meine Fotos präsentiere. Was fotografierst du denn so zum Beispiel? Also Leute fotografieren. Aber keine Nackig-Fotos? Keine Nackig-Fotos. Okay. Viel auch im Naturbereich und dann setze ich mich auch schon mal gerne ran und bearbeite die ein bisschen. Mit was für Programm? Photoshop, CS3 bin ich jetzt, ja. Das klingt auch so ein bisschen wie so eine Gehaltsstufe in der Beamtenseite. Ich bin jetzt CS3 übrigens. Aber es gibt ja auch diese Freeware von GIMP. Ja. Und da gibt es auch sehr viele Fotofilter und sowas, womit man zum Beispiel scharf zeichnen kann. Freeware von GIMP. Vielleicht kommen jetzt ja tausende von Leuten und fragen dich an, ob du nicht tolle Fotos, nicht nackig, von ihnen machen kannst. Wenn jemand nackig Fotos von Andi haben möchte, immer hier schön im MySpace. Ne? Ehrensenf unterstützt die Trendsetter in Köln. Der junge Mann zu meiner Linken hat einen neuen Trend etabliert. Du musst nichts sagen, ist auch besser, wenn man nur das Bild wirken lässt. So. Weil wenn man das jetzt geil findet, dann kann man auf seiner nicht existenten Homepage den Like-It-Button anklicken. Aber du hast konstruktive Dinge zu dieser Sendung beizutragen, okay, die da wären. Und zwar möchte ich euch allen die beste Band der Welt zeigen, und zwar Pervy Purvison. Pervy Purvison. Genau. Klingt wahnsinnig jugendfrei. Ja, also die Videos sind eigentlich immer ab 18 bei YouTube, aber das letzte Video, Everybody Loves You Porn, ist halt für alle zugänglich. Ihr müsst es nicht piepsen, weil im Internet gibt es die Clean Version, wo schon das Gepiepste drin ist. Ach so, ich dachte, ihr singt dann Beischlaf machen oder sowas.
Nein. Und wieso ihr? Weiß ich auch nicht. Du siehst so aus, als würdest du sowas machen. Also wenn ihr das Video guckt, werdet ihr zu 100% feststellen, dass ich nicht der Frontsänger bin. Wirklich. Er ist nicht der Frontsänger. Wirklich. Und er etabliert den Trend in Köln und ich habe die beiden besten Jungs der Welt gefunden. Was soll ich noch sagen? Vielen herzlichen Dank. Ich werde mich jetzt in einem Beratungsgespräch mit dem WWF unterziehen müssen. Das ist das, was mich dieses Interview gekostet hat. Ich habe meine Seele an den WWF verkauft und dafür bekomme ich jetzt aber auch Interviewpartner en masse hier rausgehauen. Auf jeden Fall. Jetzt der nächste junge Mann. Was möchtest du mir denn Spannendes im Netz präsentieren? Also, ich war letztens auf Rheinkultur. Auf der Rheinkultur? Auf der Rhein- Für alle, die das nicht kennen, ganz kurz, was ist das? Das ist ein super Konzert, was jedes Jahr in Köln ist. Umsonst und draußen ein Riesenfestival. Und dort habe ich eine krasse Band aus Israel entdeckt. Die heißen Asaf Avidan and the Mojos. Okay. Und die haben super coole Musik, so ein bisschen Jazz-Style, aber auch mit neueren Sachen. Die spielen mit dem Cello und mit der Gitarre und sind wirklich gut. Sonst irgendwas Interessantes? Hast du dich mal selber gegoogelt oder so? Mich selber googelt, also ich habe ein paar YouTube-Videos mit der Gitarre und sowas. Hast du eigene? Ja, aber ja, meine mal. Qualität ist da dann doch deine nicht so oder gut. Die der Videos? Die der Videos. Die der Videos. Und was spielst du? So Akustik-Sachen, also ich cover ein paar Lieder und eigene Sachen nehme ich zurzeit im Tonstudio auf. Ist aber noch nicht so weit. Ist noch nicht so weit. Sagst du mal, schickst du mal eine E-Mail, wenn es so weit ist. Und dann nächstes Jahr sehen wir dich auf Rheinkultur. Auf jeden Fall. Top. Jeden Fall. Bis dahin machst du ein bisschen WWF. Auf jeden Fall. Ist auch gut. Rettet die Wale und so, gell? Rettet und die Pandas und die Tiger und auch die kleinen Musiker.